Hallo und willkommen beim Märchenkabinett. Heute erzähle ich euch ein Märchen aus Venedig. Der Massariol. Es lebte einmal eine Frau, die hatte 3 Kinder und das jüngste, das war noch ein Säugling. Und ihr Mann, der ging meist nachts seiner Arbeit nach. Und wie einmal in einer kalten, finsteren Nacht, als der Nebel durch die Gassen wallte, nach Hause ging, da hörte er ein Wimmern. Er folgte dem Geräusch und fand in einer Tasche einen kleinen Säugling, gerade so alt wie sein eigenes jüngstes Kind. Und der Mann überlegte nicht lange, er nahm die Tasche und trug das Findelkind zu sich nach Hause. Die Frau war arg erschrocken und sagte, »Mann, wir haben doch bereits 3 Kinder, die wir kaum ernähren können mit dem wenigen, das du nach Hause bringst. Und nun bringst du mir noch ein 4.« »Ach«, sagte der Mann, »machen wir uns keine Gedanken. Gott wird für dieses Kind sorgen.« Und dann nahm die Frau das Kind an, sie wusch es, wickelte es in frische Windeln, fütterte es und legte es zu ihrem eigenen Kind in die Wiege. Und am nächsten Morgen, da kam das Elternpaar, um nach den Kindern zu sehen. Doch zu ihrem Schrecken lag dann nur noch ihr eigenes Kind in der Wiege. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun und im nächsten Augenblick, da hörten sie ein Lachen und sie sahen zum Fenster und vor dem Balkon in der Luft. Da schwebte ein Wesen, das war einem Menschen ähnlich und schien doch keiner zu sein. Und diese Kreatur, die wollte sich hier ausschütten vor Lachen, zog spöttische Grimassen und verschwand dann. Und da begriff das Paar, dass der schelmenhafte Kobold, der Massariol, sich einen Scherz mit ihnen erlaubt hatte. Ihr müsst nämlich wissen, von den Streichen des Massariol hat man sich früher in Venedig viel zu erzählen gewusst. Er verhedderte den Spinnerinnen das Garn, er versteckte den Wäscherinnen die Wäsche und den Bäckern, denen nahm er das Brot aus dem Ofen und legte es irgendwo auf einer der vielen Brücken der Stadt ab. Zuweilen aber durchstreifte der Massariol Venedig auch gern in menschlicher Gestalt. Dann ließ er sich mit der Gondel umherfahren, doch sobald es ans Bezahlen ging, war er plötzlich spurlos verschwunden. Es heißt, der Massariol sei von der Heiligen Inquisition zusammen mit allen anderen Hexen und Zauberern eingesperrt worden. Aber wo? Das weiß man bis zum heutigen Tage nicht.